Morgen! Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, hier das Wetter, das lässt ja wieder mal zu wünschen übrig. Da ist ja nichts, ne? Es ist ja nur grau in grau und alles ist nur doof. Wirklich. Also so langsam könnte es mal ein bisschen Sonne, ein bisschen Wärme, ach, so ein bisschen was fürs Gemüt geben, oder? Ja, so, heute Dienstag, heute sind wir wieder zusammen. Ich tüftel gerade hier ein bisschen was aus, das zeige ich euch nachher. Als allererstes vorweg wieder, dieses ist eine Werbesendung. Ich bewerbe meinen Laden, kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir machen das nochmal, ne? Dies ist eine Werbesendung. Ich bewerbe hier meinen Laden Kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. Ja, das ist eigentlich, was man vorweg eigentlich immer so von mir gebe, ne? Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, auch jetzt gleich am Anfang, über eure netten Kommentare. Über eure neuen Abos. Ich begrüße ganz herzlich die, die schon länger bei mir sind und auch die, die jetzt neu dazu gekommen sind. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ja, ich würde mal sagen, das sind so diese offiziellen Sachen, die man so oft am Anfang so ein bisschen loswerden möchte. Fangen wir einfach mal an, ne? So eine halbe Stunde ist ja auch nichts. Aber ich habe mir so ein Schneidesystem runtergeladen. Da muss ich mich aber noch so durchwursteln. Mal gucken, ob das funktioniert. Ne, vielleicht bin ich ja doch nicht ganz so technisch unbegabt. Vielleicht kriege ich das ja doch noch hin. Ja, was habe ich gemacht diese Woche? Ich habe natürlich wieder gefärbt. Ohne Ende. Ich habe an meiner Riesendecke gehäkelt. Also. Da muss ich jetzt, und die muss noch größer werden. Ich kann die also, ich werde die auch heute nicht zeigen. Ich werde da Fotos von machen für Instagram, weil die einfach viel zu groß geworden ist. Ja, dann habe ich, da fangen wir mal mit an. Ich habe jetzt die Sockis fertig. No, willst du wohl? Da sind sie. Fertige Söckchen. Endlich, endlich sind sie fertig. Also ganz normale Socken. Ich hatte euch das ja schon mal erzählt. Augenblick. Machen wir mal so. Also es sind ganz normale Socken. Nichts Besonderes dabei. Wir haben ein Bündchen gemacht. Eins rechts, eins links. So, ich weiß nicht wie viel. So 20 Reihen vielleicht. Dann habe ich 10 Reihen glatt gestrickt, 5 Reihen habe ich kraus, dann wieder glatt, kraus, glatt, kraus. Und dann bin ich mit der Ferse angefangen, mit der ganz normalen Käppchenferse und habe diese Strümpfe in Größe 37, 38 gemacht. So eine richtig schöne Sommerfarbe, also die hat mir so gut gefallen. Und lässt sich also diese Baumwollsockengarn, das lässt sich ja richtig toll stricken. Also es hat mir richtig gefallen. Da werde ich noch ein paar von machen. Ja, und der Rest davon, der wandert jetzt in meine Decke. Ja, das ist das Einzigste, was ich fertig habe. Es ist wirklich wahr, ne? Traurig, aber wahr. Dafür bin ich weitergekommen mit meiner Lilly. Zeige euch mal, das hatte ich euch ja letztes Mal gezeigt. Zeige euch das auch dieses Mal noch. Und zwar mache ich nenne einfach den Pullover jetzt den Lilly-Pullover, weil er hat ja sonst keinen Namen. Diesen hatte ich euch ja letztes Mal schon gezeigt und da war ich ja gerade mit dem Bündchen fertig. Mit dem Bündchen fertig und ja, nicht. Bündchen, es fängt schon wieder an. Ihr merkt das, ne? Ich muss selber lachen. Ich bin schon wieder in der Mitte. Oh Mensch, das ist doch wohl nicht wahr, oder? Es ist wirklich so traurig mit mir, echt. Ich bereite mich eigentlich, wenn ich hier morgens so hinkomme,
dann denke ich immer so, jetzt bereitest du alles vor. Jetzt machst du alles schick, legst alles hin und dass du das alles einwandfrei und lückenlos zeigen kannst. Und dann passiert wieder sowas. Wieder mitten in der Reihe aufgehört. Ach Mensch, ehrlich. Man könnte sich ja, aber ist auch was, ne? Dann erzähle ich euch erstmal ein bisschen. Was kann ich euch denn erzählen? Tja, was soll ich euch jetzt erzählen? Ach so, was ich euch gleich noch zeigen werde, das ist, ich bin mit dem Pullover angefangen, mit dem Moni-Pullover. Ja, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe mir ja verschiedene Garne, hatte ich mir ja für den Pullover rausgesucht und habe auch verschiedene Garne angestrickt und es hat mir nichts davon so gut gefallen. Und gestern habe ich es angestrickt und bin auch schon ein gutes Stück weiter mit der Gamma von Langjans. Und da gefällt mir das wirklich richtig gut. Das ist das Garn, aus dem wir unseren Moni-Pullover stricken. Ihr könnt natürlich jedes andere Garn auch nehmen. Ist ganz klar. Fällt natürlich anders aus, sieht anders aus als meiner dann. Aber das ist dann halt so. Heute habe ich mir hier mein Tuch umgewuselt, weil mir doch ein bisschen kalt. Ich hatte hier keine Heizung mehr angemacht gestern, weil es war ja von den Temperaturen, ging es ja. Aber heute ist es wieder richtig kühl. Was soll's, ne? Es ist April. Aprilwetter jetzt schon, Ende März. Naja, also auf jeden Fall von dem Moni-Pullover, das erzähle ich euch gleich. Wie gesagt, ich stricke den ja erst einmal. Ich zeige euch auch den Fortschritt. Aber bevor ich da irgendwelche Anleitungen für euch freigebe oder irgendetwas, muss ich den einmal gestrickt haben, weil es nutzt doch nichts. Mittendrin, ich gebe euch schon mal und ihr fangt an und es wird nachher nicht so, wie ich mir das vorstelle, hat ja keinen Sinn. Oder es sind Fehler drin. Was nutzt das, ne? Dann sind wir am Stricken und am Ribbeln. Das hat keinen Sinn. Also ich zeige euch, wie es aussieht und ich zeige euch auch die Fortschritte. Aber die Anleitung, die gebe ich erst raus, wenn ich ihn einmal gestrickt habe. Und wenn er fertig ist und alles ist in Ordnung und die Anleitung ist fertig, ich habe die rausgegeben, habe euch die gezeigt, dann können wir wieder mittwochs zusammen, dann stricke ich halt noch einen mit euch, dann können wir wieder mittwochs ein bisschen stricken, diesmal an einem Pullover. So hatte ich mir das gedacht. Ja. Und jetzt gleich bin ich hier mit der Reihe auch fertig. Und ich hoffe, ne, dass mir das gleich bei dem anderen nicht auch noch passiert ist. Sonst bin ich hier immer nur am Erzählen und vor mich hinstricken. Ey, es geht gar nicht. Aber ich habe euch noch auch einiges noch zu zeigen. Also wie gesagt, die Lilly hier, den Lilly-Pullover, den, da bin ich schon ein bisschen weiter mit. Letztes Mal war ich ja gerade mit Bündchen fertig und mit den ersten zwei Reihen oder drei, weiß nicht. So, und jetzt habe ich also schon ein Stück gestrickt. Wo habe ich meinen? Schauen wir mal. Da ist er. Da, wo das, ne? Bis dahin hatte ich an dem Tag gestrickt und das ist also in der Woche jetzt dazu gekommen. Also der ist ganz hübsch, ne? Also den kriege ich ja nicht ganz drauf hier. Weil es sich macht den in der großen Größe. Und mit der Lili. Aus der Lili. Mit der Lili. Aus der Lili. Ja, gut. Das war die Lili. Der Lili Polunder, Pullover. Also in der Beschreibung steht er ja als Polunder. Ich sehe das als Pullover. Also das ist die Farben, finde ich sowas von schön. Also wirklich toll. Er passt zu Jeans, zu einer weißen Hose oder zu rosa und rot und grün und überhaupt. Ganz große Klasse. Ja, was kann ich euch denn sonst noch? Ich habe dann mir rausgesucht für meine nächste Decke. Ich habe ja zwei Sofas da drin, nicht nur eins, ne? Und die eine ist ja schon riesig groß, aber ich fange noch nicht an mit der anderen. Ich habe mir zwar schon rausgesucht,
was ich nehme. Aber ich habe noch nicht angefangen. Mache ich auch nicht. Ich fange erst an, wenn die andere fertig ist. Und ich denke mal, so 2, 3 Wochen werde ich da noch für brauchen. Hier habe ich schon wieder so ein Quadrat gemacht. Ein Rechteck, Quadrat. Ja, noch nicht die Fäden vernäht, wie immer. So sieht das nächste aus für die nächste Decke. Aber ich mache sie nicht so bunt. Ich habe mir dieses hier dazu ausgesucht. Langjans, jawohl, Strumpfgarn. Und zwar in diesen Farben. Und die werde ich dann jetzt immer abwechselnd anhäkeln. Ne? Also das finde ich schon, die wird halt so rosalastig. Es muss ja auch nicht jede Couch gleich aussehen. Ne? Ich habe mir nämlich für die Ecke, wo das Sofa steht, und die Stühle habe ich mir in rosa Pink, habe ich mir Sitzkissen noch für geholt. Und das passt so gut dazu. Das werde ich auch. Werde ich bis zur Eröffnung nicht fertig haben. Dann bleibt der andere Überzug erstmal drüber. Man muss ja auch nicht alles auf einmal haben. Aber egal, ich werde auch diese Decke fertig machen. Also das ist jetzt das Projekt zweite Decke. So, dann bevor wir zu unserem Pulli kommen, möchte ich euch ein Garn ans Herz legen, was ich neu habe. Was ihr bei mir bestellen könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr braucht mir dann nur sagen, wie viel und welche Farbnummer. Und zwar habe ich von der Firma Schulana, da habe ich ein neues Garn bekommen. Ich habe es auch schon angestrickt, damit ich, also noch nicht viel, aber damit ich mal so ein Gefühl dafür kriege. Also ihr kennt mich ja, ne? Also ich sage ja auch, wenn mir was nicht gefällt, das sage ich ja auch frei raus, weil ich finde, was nutzt es, wenn ich immer nur alles schön rede? Aber das hier ist klasse. Also das hat wirklich, das fühlt sich an. Man kann das gar nicht beschreiben. Das ist wirklich ein richtig tolles, weiches, schönes Garn. Und zwar heißt das Sensitiva. Es ist chlorfrei behandelt. Ich zeige euch gleich die Farben auch noch, die ich hier habe. Ihr bekommt einen Zettel dabei, wo ihr euch das nachlesen könnt. So, das war mal wieder eine Unterbrechung von den Postboten. Ja, nun, ne? Das nutzt ja nichts. So, das schöne Garn heißt super fein Merino Wolle. Es ist 100% Merino mit einer Lauflänge von 185 Metern. Gestrickt wird mit 3,5 bis 4. Und es ist ohne Chlor. Also wirklich, wirklich schön. Man kann es nachlesen. Also soll ich euch das jetzt alles vorlesen? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid, wenn es heißt, es ist nicht mit Chlor behandelt. Und ansonsten jeder, der es bestellt und der es haben möchte, kriegt hier von mir eine Broschüre damit bei. Ich zeige euch lieber das Garn. Es gibt also verschiedene Farben. Ich habe natürlich nicht alle Farben. Das kann niemand, kein Handarbeitsgeschäft kann alle Farben haben. Es gibt sie also in Uni und in Color. Ich zeige euch jetzt erstmal die Uni. Das ganze Schätzchen heißt Sensitiva. Und zwar habe ich das in einem Pflaumenton. Ja. Und dann 185 Meter. Und ich sage ja immer, ich finde das immer so schade, dass ihr das nicht anfassen könnt, weil das so ultra super weich ist. Ne? Also wie gesagt, das ist die Farbnummer 07 in einem Pflaumenton. Ganz dunkles Lila. Dann haben wir die Farbnummer 04 in einem schönen Hellblau. Ich habe natürlich nicht alles auf Lager. Wenn ihr was bestellen wollt, es dauert circa eine Woche, bis es geliefert werden kann. Ne? Also es ist jetzt nicht, ihr bestellt, ich schicke es morgen weg und ihr habt es übermorgen. Das ist leider nicht möglich bei diesem Garn. Ne? Das muss erstmal. Ja, so, dann haben wir die 01 in einem Cremeton.
Und diesen hier finde ich auch so schön, die 011. Das ist so ein richtig schönes Rost. Also der kommt nicht so richtig rüber. Das kommt oranger rüber bei euch jetzt, also bei mir jetzt hier. Das ist nicht so knallorange. Das ist ein bisschen satter. Die Farbe ist so ein bisschen wärmer als dieses. Das verfälscht leider. Leider. Und noch ein Beige. Ja. Hier könnt ihr das auch noch mal lesen. Sie heißt, ne? Wirklich schönes Garn, das ich euch ans Herz legen möchte. So, und die Nummern gebe ich euch ja nicht nur für mich, sondern vielleicht habt ihr auch bei euch in der Gegend einen Handarbeitsladen, der halt die Firma Schulana führt. So, dann habe ich jetzt die Color. Einmal die ich jetzt auch schon angestrickt habe zum Ausprobieren. Das ist die 204 Sensitiver Color. Also, wie gesagt, ich werde da jetzt ein Babyjäckchen von stricken, weil ich denke mal so für solche Sachen, weil das so schön weich ist und ist es 100% Merino, ne? Ist ja klar. Dass man da tolle Babysachen von machen kann. Schöne Babydecken, Mützchen, Jacken, Pulloverchen. Also hier haben wir die Farbnummer 203. Das ist so schwarz mit weiß. Das hier finde ich auch schön. Na, das verfälscht nicht ganz so. Das ist also kein Orange, das ist so Aprikot-Rosé mit weiß. Hat die Farbnummer 201. Dann haben wir noch ein Blau. Es kommt auch ein bisschen kräftiger bei euch an, als es jetzt hier ist. Farbnummer 202. Und, naja, das ist jetzt nicht ganz so mein Favorit, aber das ist ja nun Geschmackssache, ne? Das sage ich ja immer. Es hat ja keinen Sinn, dass man nur immer alles einkauft und alles verarbeitet, was einem selber gefällt, ne? Es nutzt ja nichts. Der andere sagt, boah, guck mal, wie toll. Und ich sage, aber so ist das halt. Es wäre schlimm, wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten, ne? So 205. Ne? Das ist das Garn von Schulana, Sensitiva Print und einmal Sensitiva Uni. Also wirklich, wirklich schönes, schönes Garn, wirklich nicht schlecht. Also ich bin hier auch, ich habe das erstmal so ein bisschen angeschlagen, damit man so, weil ich kriege das Gefühl für die Wolle eigentlich immer dann, wenn ich sie anschlage, wenn ich dann mir es Spaß macht, das zu verstricken. Das kommt nämlich auch noch. Es gibt manche Garne, die finde ich von der Optik her, finde ich die toll. Aber wenn ich die stricke, dann. Nee, also diese hier, die ist wirklich schön, die flutscht so. Es ist halt Merino, ne? Das ist ja klar. Das lässt sich immer gut stricken. Ja. Gut, dann habe ich euch das auch schon erzählt. Ja, wir sind ja wieder schnell. Ist ja nicht zu fassen. Ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Kamera, soll ich die mal ein bisschen nach unten stellen? Das sieht ja aus, als wenn ich. Moment. Ich mal ein bisschen so. Meine Güte. Als wenn ich nur den Kopf abgeschnitten habe hier. Geht doch nicht. Ja, so, dann haben wir eigentlich schon wieder richtig gut aufgeholt hier. Wir sind schon wieder richtig weit, obwohl ich wieder das Gefühl habe, das ist wieder durchgegangen. Ja, dann wollen wir jetzt mal zu dem Pullover kommen, den ich mir für euch ausdenke. Machen wir gerade die Reihe zu Ende. So. Und zwar stricke ich den, also ich nenne ihn jetzt den Moni-Pullover, weil mir noch kein Name eingefallen. Den Namen sage ich dann, also da lasse ich mir auch was für einfallen, wenn es dann soweit ist, ne? Und jetzt erstmal nicht. So, und dann will ich euch erstmal zeigen, aus was für einem, für was für ein Garn ich mich jetzt entschieden habe und wo ich mit angefangen bin, jetzt ernsthaft zu stricken.
nicht nur noch ausprobieren, sondern wirklich ernsthaft. Und zwar, das ist die Gamma von Langjans. Und zwar nehme ich für das Bündchen die Gamma Color, ja, für das Bündchen und auch für den oberen Teil des Musters wird ein Color genommen. Und in der Mitte haben wir dann ein schlichtes Weiß, auch die Gamma Uni in Weiß. Also die Gamma Color ist die Farbnummer 60, die ich dafür verwende, und die Uni-Farbe ist die 01. Also diese beiden Farben wird der Sommerpullover. So, und dann will ich euch mal das erste Ergebnis. Ich bin mit dem Bündchen noch nicht fertig. Es wird also länger gestrickt. Also der Mustersatz wird 5-mal gestrickt. Und hier ist der Mustersatz. Also hier ist das Muster, so wird das aussehen. Und das wird also, das schreibe ich euch dann aber ganz genau auf. So wird das aussehen. Und es wird jetzt noch ein bisschen, also zweimal muss ich den Mustersatz noch, also es wird ungefähr so hoch werden. Das ist dann das Bündchen. Die Zentimeter und das alles, das muss ich natürlich alles erst fertig haben, um euch das dann zu zeigen. Und wie er dann aussieht, also wir stricken von unten nach oben. Wir stricken nicht in die Runde und wir stricken auch nicht von oben nach unten, weil ich möchte gerne dieses Muster mit einfügen. Ja. Und das ist halt da schon draus geworden. Das wird das Bündchen. Ich finde es schön. Ich mache es live. Ja, für alles, was einem so, ne? Ja, und dann wollen wir mal gucken, ne? Mal gucken, nächste Woche werde ich dann auch schon weiter sein wieder. Mit dem Ganzen werde ich dann wahrscheinlich schon, wenn ich Glück habe und es geht so dadurch und ich habe nicht zu viel andere Arbeit, dann kann es sein, dass ich vielleicht nächste Woche schon ordentlich das am Vorderteil, am Rückenteil fertig bin. Ja, gut, ich muss euch noch mitteilen, ihr denkt ja dran, am Samstag für die Leute, die hier aus der Gegend kommen, am Samstag ist mein Geschäft geschlossen. Am Samstag fahre ich zur Messe nach Köln, zur Händlermesse, zu unserer Ordermesse. Da freue ich mich schon drauf. Es fährt die Eveline von der Maschenprobe mit mir mit. Und mein Mann, ist ja ganz klar, der fährt uns. Und eine liebe Freundin, die Caro, die fährt auch noch mit. Und ja, wir werden da Köln aufmischen, so ein bisschen, ne? Also, mal gucken. Vielleicht treffen wir ja auch den einen oder anderen Podcaster dort oder Kunden oder Zuschauer, die auch ein Handarbeitsgeschäft haben. Ich weiß es nicht. Wir werden mal sehen, was da so auf uns zukommt. Wir freuen uns auf die schöne neue Wolle, die es da gibt, ne? Und auf den erlebnisreichen Tag. Also wie gesagt, am Samstag, 30.03.19 ist dieses Geschäft geschlossen. Jo. Dann möchte ich euch noch sagen, denkt daran, die Woche drauf, am 6. April, haben wir unseren ersten Stricktreff. Also unsere Strickparty. Ich nenne es ja immer Winter-Raus-Party, weil es geht von 10 bis 18 Uhr. Und jeder, der Lust hat, kann kommen für eine halbe Stunde, für eine Stunde, für 5-6 Stunden. Es kann auch geblieben werden von 10 bis 18 Uhr, es ist völlig egal. Es ist für jeden so, wie er es möchte. Wir haben dann hier ein schönes gemeinschaftlichen Tag, in dem wir mit stricken und erzählen und jo, ne, da machen wir es uns richtig schön und die Wintersachen sind reduziert, die Wintergarne, also die, die aus dem Programm gehen, die das ganze Jahr natürlich so Ganzjahresgarne sind. Die nicht, aber die hauptsächlichen Wintergarne, die sind dann reduziert und ihr könnt dann das ein oder andere Schnäppchen machen. Ja, und wie gesagt, ne, es wäre ganz schön, ihr müsst es nicht, also ihr könnt ganz spontan kommen, aber es wäre auch schön für die Organisation,
Wenn ihr mir per E-Mail oder WhatsApp oder bei Facebook oder Instagram und wo ich alles so vertreten bin, mir zu schreiben, ob ihr kommt. Weil dann ist es für mich auch einfacher, das Ganze zu organisieren. Jo, hatte ich mir so gedacht. Also es ist keine notwendige Anmeldung. So in dem Sinne, wie es zum Beispiel bei der langen Stricknacht im Juni, da muss ich wissen, wer kommt, weil da nehme ich auch einen Unkostenbeitrag, weil wir ja die ganzen Abend bis in die Nacht stricken und wir wollen es mit Pizzaessen machen und alles. Aber da ist eine Anmeldung erforderlich. Für den 6. April eigentlich nicht. Jeder kann so kommen, wie er möchte. Trotzdem fände ich es schön, wenn der eine oder andere mir sagen würde, pass mal auf, ich habe vor, vor allen Dingen die, die vielleicht von weiter weg kommen, ich habe vor zu kommen und dann kann ich das besser organisieren und es ist genügend Getränke da und es sind genügend Häppchen und was man halt dann hier so hat, vorhanden. Das wäre mir ganz lieb, wenn ihr das machen würdet. Ja, habe ich denn sonst noch irgendwas geguckt? Ach ja, ich habe noch ein Kleid. Und zwar hatte ich ja gerade den Pullover, den ich jetzt stricke aus der Gamma, ne, von Langjans. Und als ich dann so durchgeblättert habe, durch meine ganzen Anleitungen, die ich hier so rumfliegen habe, ist mir was aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, naja, fürs Schaufenster brauchst du, für die eine Schaufensterpuppe, brauchst du unbedingt noch etwas zum Anziehen. Für den Sommer, also richtig für den Hochsommer. Da habe ich also noch Zeit. Und dann ist mir dieses Kleid, ich glaube, ich muss das mal rausnehmen. Plastik, das. Da ist mir dieses Kleid untergekommen. Ist das nicht toll? Also mir passt es nicht. Ich könnte mit diesem Kleid leider, da konnte ich vielleicht mal reinpassen oder mit sowas rumlaufen. Da war ich vielleicht ja, zwischen 18 und 30 habe ich da reingepasst. Und dann war es vorbei. Dann war es vorbei. Ja, ne? Aber was soll's? So ist das halt. Aber ich habe genügend in der Familie, die so schlank sind und die dann eventuell sowas tragen können, wenn es dann aus dem Schaufenster kommt. Und dafür habe ich natürlich dann Farben ausgesucht, ne? Von der Gamma. Das Orange. Das Türkis, das kommt da alles mit rein. Das Grün, das wird ein tolles, tolles Teil, wirklich. Und dann hier diese, das kommt wieder anders rüber. Das ist so ein, Koralle, ein bisschen Koralle. Nicht ganz so leuchtend rot. Also, das gefällt mir auch. Ja, das sind die Farben, die da reinkommen in dieses Kleid. Ist schick, ne? Also da habe ich auch richtig Lust zu. Weil, ach, jetzt habe ich es wieder eingepackt, aber könnt ihr diese Muster sehen? Überall sind andere, und das finde ich ja wieder, das ist ja wieder was für mich, ne? Dass man so schöne Muster hat, die man dann so stricken kann. Immer andere Farben, immer andere Muster. Das finde ich schön. Ja, und das ist jetzt das, was ich mir vorgenommen habe. In der Pause häkle ich jetzt nur noch an der Decke. Ich bin nur noch an der Decke am Häkeln, wie eine Irre. Und wisst ihr, eine Umdrehung brauche ich jetzt schon über eine Stunde. Das wird schon dann. Mein Mann sagt ja immer, hör doch auf damit, mach doch zwei davon. Du kannst doch zwei darüber legen. Nee, das gefällt mir nicht. Ich habe ja jetzt schon zwei so Überwürfe, die ewig wieder runterrutschen. Und nö, mach ich nicht. Dann müssen wir jetzt so durch. Und meine anderen Sachen habe ich alle in die Schublade, in die UFO-Schublade ist voll. Die UFO-Schublade ist richtig voll. Ich glaube, da kann ich mal eine ganze Sendung von machen, um euch mal zu zeigen, was ich alles auf der Nadel habe. Ich habe eine UFO-Schublade hier, wo also wirklich nur angefangene Sachen drin sind, die wirklich so langsam mal beendet werden müssen.
Und eine Schublade habe ich voll meine eigene persönliche Wolle, also was ich mir gekauft habe, was ich geschenkt bekommen habe. Irre. Es ist wirklich irre, was man so ansammelt. Das, was ich in den Schubladen habe, das ist wirklich mein Herz, das ist meins, das gebe ich auch nicht ab. Ich habe ja noch zwei riesen Dinger da hinten. So, und nun bin ich unterbrochen worden und weiß nicht mehr, wo ich gewesen bin. Kein Schimmer, keinen blassen Schimmer mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich euch erzählt habe. Ach so, war ich nicht, hatte ich nicht gesagt von 6. April, ne? Aber da war ich doch auch schon mit durch. Das hatte ich euch schon ans Herz gelegt, ja. Jetzt war ja eine Kundin da, aber vorhin hatten wir ja mal eine kurze Unterbrechung. Da war der Postbote da. Und jetzt habe ich es ausgepackt. Ich habe es bekommen von der lieben Jenny. Und zwar das Designer Häkeln, Stricken, das Designer Magazin. Da werde ich mich jetzt mal so ein bisschen mit beschäftigen. Ich werde da mal ein bisschen durchstöbern. Ja, eigentlich ist das jetzt für heute so. Wir haben 31:29, das ist jetzt gleich weg. Ich wünsche euch eine absolut tolle Woche. Freue mich auf nächste Woche mit euch. Bleibt gesund, strickt was Schönes. Tschüss, bis nächste Woche. Bye.